Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von The Long Drive. Ja, und in der letzten Folge haben wir es geschafft, noch bis hierher zu kommen. Ihr habt es gesehen, ich habe diesen komischen Dude hier, den habe ich mal noch ja richtig eine verpasst. Ja, bevor der mich holt, dann hole ich lieber ihn, ne? Wir sehen auch schon da oben, da hängt noch ein Kühlschrank am Start. Und ihr habt mir schon die Kommentare geschrieben. Hier, Jimmy, guck doch mal. Vielleicht ist an diesem Fahrzeug ja eine Anhängerkupplung dran. Leute, ich würde mich ja sehr darüber freuen, aber ich habe mir schon gedacht, die sind vom Aufbau her halt alle gleich, ne? Da haben wir echt schlechte Karten. Das heißt, wir können doch nicht mal hier den schönen Anhänger mitnehmen. Och Mann, ey. Aber wir können hier noch einen Cowboy-Hut anziehen. Brauchen wir natürlich nicht, ne? Und Leute, guckt mal hier. Ah, Sonnenuntergang, Sonnenuntergang. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier eigentlich machen sollen mit dem Ding. Wir können es nicht mitnehmen. Also es wird uns nichts bringen. Und guckt mal hier. Oh, Leute, Achtung. Achtung. Hier ist noch eine am Start. Batz. Tschüss mit dir, mein Freund. Müssen wir mal gucken, Leute, ob wir hier... Ja. Ich weiß gar nicht... Was soll man da damit machen hier? Da steht einfach so eine Karre hier quer nach oben in dem Haus drin. Was haben die sich denn dabei gedacht? Ich weiß ja nicht, Leute. Das ist ja wirklich... Guck mal. Oh, hocken wir uns mal rein, Jungs. Gucken wir mal, was hier abgeht. Ja, angeht's auf jeden Fall nicht, die Karre. Aber Leute, ist schon lustig, ne? Komme ich hier jetzt eigentlich auch wieder raus? Darf ich hier wieder raus? Ja, sehr gut. Nicht, dass wir hier nachher noch hängen geblieben wären. Das wäre ja eine Katastrophe gewesen, ne? Ihr hattet mir mal was gesagt mit einem Bild und einem Geheimgang. Ich weiß, das ist zwar eigentlich in dieser Villa, aber vielleicht geht das hier ja auch, ne? Egal, Leute. Ich sehe schon, es ist hier einfach viel zu dunkel. Ich mache mich mal ganz kurz schnell in die Karre. Mache nochmal ein Nickerchen. Und dann gucken wir uns hier das Häuschen am nächsten Tag einmal ohne Problemchen einmal an, ne? So, neuer Morgen. Auf, raus geht's, Leute. Wir müssen entdecken, wir müssen gucken, wir müssen schauen. Wir brauchen Material. So, was haben wir hier noch? Ja, ein bisschen Papp, aber... Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Hier das Ding, das können wir auch mal auf die Seite schmeißen. Das brauchen wir auch nicht. Hier ist noch ein Kühler. Ja, Leute, ihr habt jetzt geschrieben, oder einer hat mir geschrieben, Jimmy, nimm den größeren Kühler. Ja, das ist ja super, Leute. Das ist ja, das ist super. Was ist denn der größere Kühler? Ich weiß es doch gar nicht, Mensch. Oh, Menno, Menno, Menno. Oh, was haben wir hier? Revolver-Munition, Leute. Sehr gut. Nehmen wir mal ganz kurz auf, damit ich nochmal hier den Revolver laden kann. Wartet mal, wir müssen dafür einmal aufmachen. Zack. Und zu wieder das Ding hier. Wunderbar. Jetzt haben wir zumindest einmal unseren Revolver wieder vollgeladen. Wer schreit hier? Wo ist das Hasenvieh? Mach mal lieber die Tür zu. Bevor hier gleich noch was reingehoppelt kommt, ne? Das müssen wir uns ja nicht antun hier. Das, ah, da ist es doch. Oh, 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 oh. Was hier? Oh, oh. Habt ihr das gesehen, ey? Das wollte da drunter durch und dann wurde es nochmal vom Reifen weggeschossen. Lecco mio grande, Leute. Wahnsinn. So, ich würde sagen, wir nehmen den Kraftstofftank. Den nehmen wir mit. Zur Sicherheit, ne? Zur Sicherheit, damit wir hier einen auf Reserve haben. Ja, wer weiß ja nie, was wir noch alles so erleben, ne? Und ihr hattet mir in die Kommentare geschrieben, Jimmy. Ja, das Gold, wo ich gedacht hätte, ich würde irgendwann reich werden. Das ist nur quasi Ballast, was mir hilft, dass ich zum Beispiel auf die Vorderachse ein bisschen Gewicht habe. Ja, super. Also total für nix. Wichtig. Ja, super. Das hat sich ja mal, das hat sich wieder sehr gelohnt. Das ist nichts, Leute. Das ist wirklich absolut nichts.
So, mal gucken, ob wir hier irgendwo noch durchkommen könnten. Oder ob wir noch irgendwo hier was finden. Aber was haben wir hier noch ein bisschen? Ja, noch ein bisschen Benzin. Was haben wir hier? Noch eine Bürste. Die Bürste nehmen wir natürlich mit, ne? Ist ja klar. Oh, da habe ich gesehen, da stand noch ein Fass. Das nehmen wir natürlich auch mit. Beziehungsweise wir gucken erstmal, was hier drin ist in dem Fass. Oh, das ist leer. Sehr gut. Nachdem mir ja in der letzten Folge mein gutes Festchen hier, ne, einfach... Es war ja einfach weg, Leute. Es ist ja einfach im Boden versunken. Leute, ich komme mir hier wirklich langsam vor wie so ein Schrotthändler, gell? Das Ding, das ist voll. Das ist wirklich voll. Wie bei einem Schrotthändler. Absolut crazy. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ey. Ja, ich nehme mir das hier auch noch mit, ne? Man weiß ja nie, man kann ja immer alles gebrauchen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir nochmal hier nach oben kommen. Denn oben, da wird bestimmt auch noch was am Start sein. Versuchen wir hier wieder, ja, eine Kraxler zu machen. Ja, komm schon hoch da! Ja, komm schon! Ja, ihr hattet mal gesagt, es gibt so eine Kombination hier irgendwie. Daumenbrechung und Steuerung, Alt und Steuerung, Alt, Shift nach oben springen und dann kann man hier irgendwie hoch. Aber ich weiß es nicht. Oh. Ich wollte meinen... Nee, meinen Hut wollte ich nicht ausziehen. Ich will einfach nur hier hoch. Ah, komm schon. Ja. Nee. Beinahe. Gibt immer so diese eine Stelle. Oh, was haben wir hier noch? Ach, nur eine andere Front und hier irgendwie... Ich weiß auch nicht, für was das alles ist, gell? Ich weiß nicht, für was das alles ist. Ihr habt auch geschrieben, es gibt einen LKW. Leute, darauf hätte ich ja richtig Bock, auf diesen LKW. Aber ihr sagtet auch, der ist sau selten zu finden. Leute, ich hoffe ja eins, dass wir das Ding finden, ne? Das wäre so geil. Aber wisst ihr was? Ich will mich hier gar nicht so lange aufhalten, Leute. Ich gehe jetzt nochmal aufs Klo, ne? Weil ihr seht ja schon wieder, es ist schon wieder Ende. Ich habe mir gerade auf die Füße gekackt. Leute, ich habe mir auf die Füße gekackt. Jo, nochmal. Moinsen. Ja, Leute, da müssen hier auch noch andere Menschen anfangen zu lachen. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg, wartet, aber bevor, mache ich mir mal einen Kühlschrank auf. Irgendwo da haben wir ja noch, ja, da oben. Guck mal hier, da oben. Komm mal hier, so. So, den habe ich mir jetzt noch gegönnt. Ein Croissant, ein Croissant. So, und dann machen wir uns los, Leute. Da machen wir uns einfach wieder los, weil ich glaube, alles andere bringt eh nix. Leute, ist das ein Gebäude? Oder was ist das hier? Oder ist das ein Stein? Ey, das sieht... Wartet mal, dass ich hier gleich denke, das ist irgendwas Krasses und dann... Ist das ein Schiff? Was ist das? Leute, was zur Hölle ist das denn hier bitte? Oh mein Gott! Was ist das? Leute. Wow! Okay, Leute, das ist wohl ein Schiff? Wartet mal. Das müssen wir uns mal aus der Nähe angucken. Ey, Leute, Wahnsinn. Einfach mitten in der Wüste ein altes, verrostetes Schiff. Jetzt ist ja die Frage, gibt es hier irgendwas? Gibt es hier irgendwas, oder? Weil, ich weiß, wüsste jetzt auch nicht tatsächlich, wie ich da hoch oder da reinkommen soll, ne? Müssen wir mal drum rumlatschen, Leute. Müssen wir mal gucken gehen. Oh je, das ist ja hier. Oh, das dauert. Leute, das dauert. Oh, guck mal hier, da ist einfach ein Loch. Und ach du Heiliger.
Du ahnst es nicht. Hier ist ja alles voll. Mit diesen Kanistern. Leute, ich sag, wie es ist, ne? Also, das hätte ich am Anfang des Spiels gebraucht, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Jetzt, ganz ehrlich, ich brauche das nicht mehr, ne? Sind eh fast alle leer. Oder hier sind zumindest einige leer. Krass. Naja, egal. Leute, ganz ehrlich, egal. Brauchen wir nicht, ne? Ich wüsste auch gar nicht, habt ihr eine Ahnung oder könnt ihr mir sagen, für was wir eigentlich diesen Alkohol brauchen? Und jetzt sagt nicht, um den zu trinken. Also, das ist schon irgendwo klar, dass man den trinken kann. Aber hat dieser Alkohol generell irgendwie eine Verwendung oder... Ja, ist das einfach nur so zum Spaß, dass man sich besäuft und dann irgendwie falsch durch die Gegend läuft? Ansonsten, auf jeden Fall, krasses Teil hier, Leute. So, Leute, guckt mal, da ist das nächste Gebäude. Sieht fast so ein bisschen aus wie so eine Ranch hier oder sowas. Ah, nee, ist doch nur eine Tanke. Ist doch nur eine Tanke. Fahren wir mal hier. Oh, oh, oh. Moinsen, ist hier jemand am Start? Ich sehe dich auch. Darf ich erst aussteigen? Darf ich meinen Katana erst in die Hand nehmen? Hallo! Ja! Ja! Ja, 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 ja! Hui. Hab ich's dem wieder gegeben, ey. Mann, 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 ey. Da kommen aber auch immer ein paar Spezies hier an, gell? Die denken hier, die wären's. So, Alkohol, weg damit, will ich nicht. Was haben wir hier wieder, Leute? Hier ist ein schöner Golf. Mit Anhängerkupplung, ne? Ah, ich weiß ja auch nicht, ob wir eigentlich nochmal wechseln sollten. Ich glaube, wenn wir wechseln, ne, dann wechseln wir wirklich einfach nur auf den LKW oder auf den Bus, ne? Ich glaube, was Kleineres macht wirklich keinen Sinn mehr. Oder? Was meint ihr, Leute? Was ist eure Meinung zu der ganzen Sache? Ich glaube, es macht keinen Sinn, ne? Wir brauchen, wenn dann, nur was Größeres. Was haben wir denn hier noch drin, ne? Benzin. Benzin in eine Flasche, Leute. Das gibt's doch gar nicht. So, moin, was gegessen. Ah, feini, feini, feini. So, was haben wir hier noch? Oh. Auto-Modo am Start. Oh, Leute, ist es... Ah, ich dachte gerade, es wäre eine coole Felge. Ihr hattet mal gesagt, Jimmy, probier doch mal aus, ob man hier diese Speichenfelge eigentlich auf den Bus machen kann. Leute, probieren wir gleich aus. So, gucken wir mal, ob das möglich ist. Aber Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, ich glaube nicht, dass das möglich ist, ne? Des Weiteren hat einer geschrieben, der hat sich das Spiel jetzt auch geholt. Er hat gesagt, Jimmy, ich kann die Sachen gar nicht drehen, wenn ich hier was in die Hand nehme. Da steht immer nur, ich soll das rechte Mausrad. Aber ja, guck mal, du musst auch dann quasi die Maus nach links und rechts und so bewegen. Dann kannst du auch nachher einmal das Gerät, also den Gegenstand bewegen, ne? Uiuiui. Aber jetzt passen wir mal auf, Leute. Ich dachte, das geht nicht, ne? Da fehlt einfach die Radnabe. Hoppala. So. Pass auf, das geht leider nicht. Ah. Leute, das wäre jetzt schon ein Highlight. Das wäre jetzt schon ein Highlight. Ey, das glaube ich ja jetzt nicht, ne? Ey, wartet mal. Wenn das geht, können wir da nicht eigentlich auch die großen Dinger da drauf ballern? Wartet mal, Leute. Das müssen wir jetzt aber mal ausprobieren. Nee. Leute, du ahnst es nicht. Leute, wir haben einen neuen Auftrag. Die Frage ist ja, fährt das Ding dann eigentlich überhaupt noch? Wo ist es hin? Alter Vater, ey, was ist denn jetzt los? Ich dachte, das geht nicht. Leute, ich bin gerade überwältigt, ne? Ich bin gerade überwältigt. Guck mal dahin. Wie sieht das? Die Frage ist, fährt das Ding dann überhaupt noch? Leute, das müssen wir jetzt mal ganz schnell ausprobieren. Ich bin ja jetzt mal komplett... Das ist ja mal absolut crazy.
Das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Hat das schon mal jemand vorher ausprobiert? Diesen Quatsch da? Hat es schon mal jemand getestet, ob das geht? Alter, was ist das denn für ein Quatsch? Okay, das ist jetzt, Leute, das ist jetzt Next Level. Wartet mal, das müssen wir mal kurz ausprobieren. Wartet mal. Also lenken geht. Du ahnst es nicht, Leute. Also eins muss man sagen, das Ding ist auf jeden Fall jetzt mal hochgebockt, ne? Das Ding, das ist jetzt auf jeden Fall hoch. Ey, geil. Leute, das ist schon irgendwie insane jetzt. Freunde, das lassen wir jetzt. Das ist ja hier, guck mal hier, was ein brachiales Ding wir da jetzt haben hier. Alter Vater, ey. Lecco mio. Leute, das wird, das ist doch, jetzt sagt mal selbst, das ist doch schon ein bisschen übertrieben. Leute, ich heul gleich. So, ist die, jo, zack. Als ob ich hier aus dem Monster Truck raussteige, Leute. Geilomat, ey, du kommst mal hier weg, bevor du dich hier noch in meiner Karre verfängst. Leute, ich find's geil. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz, weil die eine Felge, die ist noch nicht so ganz schnieke. Upsi. Wartet mal. Das heißt, wir können den Reifen eigentlich hier mal rausholen. Boah, ey. Raus da. Oh, ich krieg's nicht mehr raus. Hier, den ganzen Klumwatsch da mal weg, ey. Das ganze möchte gern Gold hier raus. Ah, da ist die Bürste, die habe ich gebraucht. So, warte mal, eine ist noch nicht so ganz schnieke. Die da. So. Sind die anderen soweit okay? Ja, ne? Weil das sieht halt einfach verboten falsch aus, ne? Ich glaube, das geht nicht besser. Ach Leute, es ist einfach wieder zu heftig. Es ist wieder einfach zu heftig hier. So. So. Die Felge, die brauchen wir dann auch nicht mehr hier. So, lassen wir. Wir lassen das alles hier. Wir lassen das alles jetzt hier. Ich habe keinen Bock mehr darauf hier. Das ist einfach zu viel Ballast. Wir brauchen nachher zu viel Sprit. So. Den holen wir noch raus, den brauchen wir auch nicht. So, dalle. Ja. So, ihr hattet jetzt gesagt, Leute, das müssen wir nochmal fragen hier. Das ist ja ein Kühler, ne? Kennen wir ja. Ist das jetzt, soll das, meintet ihr damit jetzt den großen oder meintet ihr, das hier wäre der große? Boah, ich komme nicht mehr hoch. Ups, oh oh. Was ist jetzt passiert? Nee, was ist jetzt los? Der darf nicht da rein versinken. Oh, Leute. Bitte nicht umfallen. So. Oh, Mann. So. Ja, das steht alles gerade hier nicht so richtig. Hier, safe. Oh. Ja. Da müssen wir, glaube ich, mal ein ganz kleines Stückchen vorfahren, Leute. So. Zack. Geht das? Oh. Ah, nee. Also irgendwas haben wir hier auf der Seite. Irgendwas ist hier nicht so ganz koscher. Irgendwas stimmt hier nicht. Leute, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Muss das hier wieder rein? Muss da rein. Haben wir hier zu viel Gewicht auf der Seite oder was ist da los? Nee. Was auch immer, Freunde. Was auch immer hier los ist. I don't know. Wir müssen aufpassen, ne? Wir müssen aufpassen. So, jetzt können wir mal ganz kurz. Wasserwaage? Brauchen wir nicht. Ach du Scheiße, Leute. Schinken! Wunderbar. Voll geschinkt bin ich wieder. Da war noch ein Tank drinne. Hier ist noch ein neuer Reifen. Maybe brauchen wir den. Die sehen aber eigentlich alle noch ganz gut aus, gell?
Ja, vielleicht könnten wir den hier switchen. Der sieht nicht ganz so fresh aus. Machen wir den mal ab hier. So. Ja, da, guck mal, der ist viel neuer, Leute. So, zack. Ja, das ist super. Perfekto. Perfekto. Ah ja. Nee, nichts Gutes drinne. Ah, weg da. Oh, da hat's wieder geknallt, Leute. Da hat's wieder geknallt. Ich habe wieder Zucht gemacht. So. Aber was wir brauchen ist... oh ja, hier. Guck mal. Nehme ich mal das gute Wasserchen hier aus dem Tank. Ihr wisst ja, Wasser ist Wasser, ne? Ist ja, der Rest ist Schnuppe, Leute. Der Rest ist Schnuppe. So, hier sind noch so ein paar Spiegel. Aber, ja. Sonst ist hier eigentlich nichts, ne? Da oben stehen auch Moorbettchen rum. Sonst sehe ich jetzt hier nichts. Oh, ist hier... Oh, warte mal, hier oben. Da ist irgendwas Dunkles. Ah, ne. Sah nur so aus. Das sah nur so aus. Hier haben wir noch Öl. Ah, okay. Hier ist noch ein bisschen Farbe. Die brauchen wir aber auch nicht, Leute. Nee, das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles nicht, Leute. Okay, ich gehe jetzt nochmal hier. Uah, Leute, macht doch mal hier die Kacke weg. Ich will mich doch auch hier ordentlich hinhocken. Das ist widerlich, Leute, ey. Dass die Leute, die hier vorbeikommen, können die wenigstens mal ihre Kacke in das Klo machen? Müssen wir jetzt hier die Welt verbessern oder was ist hier los? Uah. Uah. Ich würde ja gerne mir die Hände waschen, aber ist ja nichts da. Oh, super, Leute. Herrlich. Machen wir noch mal ein schnelles Pinkelchen hier rein. Und dann gehen wir mal in unseren Monster Truck, Leute. Das sieht schon heftig aus jetzt hier mit diesen großen Reifen. Alter Schwede, ey, das ist ein bit unnormal. Aber unnormal sind wir halt eben, ne? Unnormal ist geil. Warte mal, da war auch noch irgendwas. Yo, ah, Leute, guck mal hier. Ich bin wieder der richtige Springer hier. Was ist hier drinnen? Noch ein bisschen Öl. Habt ihr gesehen, wie ich das da reingeschmissen habe gerade? Habt ihr das gesehen, wie ich das hier lässig mal da reingezimmert habe, ey? Alter. Ich bin... Das muss ich eins sagen, Leute. Das war mehr als insane. So, Leute. Also, jetzt haben wir erstens mal... Hoppala. Beinahe hätte ich hier noch in die Karre gekackt. Hup, 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 hup. Also, jetzt haben wir hier eine Karre, Leute. Guckt euch da mal an, was hier... Wahnsinn, das ist wirklich absolut crazy. Ich sehe gerade vorne rechts der Reifen, den brauchen wir auf jeden Fall noch neu. Ansonsten links und hinten sieht gut aus. Also na, wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Reifen, Leute. Einen neuen Reifen brauchen wir noch. Ich guck mal, dass wir hier noch was finden, damit wir hier noch ein bisschen weiter Spaß haben, ne? Leute, ey... Ihr glaubt es nicht. Seht ihr dieses Drecksvieh hier? Ich schwöre, ich raste aus. Ich raste komplett aus. Komm her, du Drecksvieh. Jetzt ist hier aber Feierabend mit euch, Hasengefiecher. Ey. Wegen dem Drecksvieh, das stand hier auf der Gasse. Ich bin halb drüber gefahren. Es kam auf einmal aus dem Nichts. Ich hab mich hier beschlagen, Saldo, alles drum und dran, Leute, und hab natürlich nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich war so geschockt. Ich war so geschockt von diesem... Nee. Ah. Könnte ich ausrasten. Jetzt muss ich dieses ganze Fahrzeug da wieder zusammenbauen, ey. Scheiße, ey. Jetzt muss ich hier alles zusammensuchen. Wo ist eigentlich die Ladefläche? Wo ist alles? Leute, alles. Guck mal hier. Es fliegt alles hier rum. Alles. Boah, nee. Nee, nee, nee. Hau ab! So, Leute. Karre ist fast soweit ja, befüllt. Ich habe die Sachen da, die lasse ich da, die brauche ich nicht mehr. Ne? Da sind auch manche Sachen dabei, die sind leer. Ich habe das mal so versucht, ein bisschen zu sortieren. Ne? Wir haben jetzt hier noch ungefähr, ich glaube, 60 Liter Benzin am Start. Wir haben hier noch jede Menge Wasser. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Ich habe hier die Schippe und einmal den Metalldetektor. Nicht zu vergessen, unseren guten Schlauch, den brauchen wir ja. Noch eine Bürste haben wir am Start.
Wir haben hier noch ein paar Lappen. Ich habe hier ein leeres Fass und hier ist der Motor. Und Leute, und jetzt kommen wir zu der Frage, was die Kühler angeht. Ich mache das jetzt mal so. Kühler 1, Kühler 2, Kühler 3, Kühler 4. Jetzt sagt mir mal bitte, welcher Kühler muss da vorne rein? Welcher ist am besten? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Ich weiß, jetzt sagt wieder einer der Große. Ist jetzt der Große da gemeint, dass es der hier ist? Oder ist es dann der hier, der vielleicht hier noch mit dazu muss? Oder, nee, geht ja sogar gar nicht. Also, Kühler 1, 2, 3, 4. Welchen müssen wir hier vorne reinschmeißen? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, Leute. Ich lade jetzt auf jeden Fall nochmal alle ein. Und dann mache ich mich los. Und dann gucke ich mal, dass ich noch ein Gebäude abgefrühstückt bekomme. Oder wir zumindest es schaffen, bis zum nächsten Gebäude zu kommen. Und ohne hier wieder gleich einen Unfall zu bauen, ne? Das wäre sonst wieder eine Katastrophe. Okay, ich kann einfach weiterfahren. Oh, alter Schwede, ich hab schon gedacht, Leute, es ist rum. Ich muss jetzt hier wieder von neuem loslegen, ne? Oh, Mann, ey, das ist ja wirklich bodenlos. Zum Glück hat das Spiel anscheinend gespeichert, sonst wäre das jetzt hier eine ganz böse Aktion gewesen. Electro Mio Grande. Ja, Leute. So sah das vorhin auch aus. Nur diesmal, ja, ich würde eins sagen. Die Frisur hält. Lecco mio, ey. Alter Schwede, da habe ich auf jeden Fall mal mehr als Schwein gehabt hier. Oh, Leute, ich habe hier was entdeckt. Da haben wir doch noch was Feines hier. Oh, da ist auch direkt noch eine Karre auf dem Dach gespawnt. Und oh, wei, ey. Also ich muss eins sagen, Leute. Das Ding, das hat es nicht so mit Bremsen hier. Oh, das ist echt wieder hier ein Ding, ne? Das ist hier echt ein Ding. Also wir haben hier wieder eine kleine Scheune am Start. Oh, das ist hier so eine Bar. Sehr, sehr schön. Ich habe ja gesagt, ich muss mich so platzieren, damit ich weiß wieder, wo es in der nächsten Folge weitergeht. Deswegen stelle ich die Karre natürlich jetzt einmal so hier hin. Wunderbärchen. Karre aus. Raus. Und dann, oh ja, by the way, ich bin durch einen verkackten Kaktus gefahren, ey. Mann. Die Dinger, die sind ja echt ätzend hier. Die sind echt ätzend. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Komm her, du Drecksharte! Ja! Ja! Ich kann sie nicht mehr sehen, ey. Nachdem du mir das Fahrzeug kaputt gemacht hast. Nee. Nicht in mein Auto. Nee. Weg mit dir! So. Leute, also, nachdem wir jetzt... Nee, falsch, anders. So, das... wie es weitergeht, wir gucken auf jeden Fall mal uns an, was wir hier so von außen sehen. Wie wir sehen, sehen wir nichts, weil alles ist ziemlich dirty. Aber, Leute, ich will den LKW haben. Ich meine, ich habe jetzt zwei LKW-Reifen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, ne? Ich will hier eine richtig dicke Karre haben. Oder natürlich auch sehr, sehr gerne in Bus oder so. Andere Frage. Was können wir hiermit eigentlich machen? Mit diesem Stück Metall. Ist das für irgendwas gut? Hat das irgendeine Funktion? Können wir das irgendwo dran bauen? Bringt das mir irgendwas? Oder ist das einfach nur wieder irgendein Blödsinn, den wir gar nicht brauchen? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, Leute. Das wäre super geilo. Oh, hier haben wir noch einen schönen großen Reifen. Wir haben ja noch gesagt, irgendwo fehlt ja noch ein Reifen. Ich glaube, hier vorne links war es. Hier rechts, ja. Genau. Wartet mal, den machen wir noch, Leute. Den machen wir noch schnell. Zack. Dann habe ich es nicht vergessen. So. This is new. Wonderful. Sehr gut. Und weg damit. Das war der weiteste Wurf ever. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es auf jeden Fall für diese Folge an dieser Stelle. Wenn es euch wieder gefallen hat und ihr natürlich gerne mehr sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten
Ja, lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und Leute, was ist das eigentlich für ein Teil? Ja, das wäre auch mal wichtig zu wissen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.